Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Fein, dass Sie mit dabei sind. Sie sehen Ihr Kaffeepuls. Heute ist bereits der vierte Jänner. Ja, wir hoffen, Sie sind gut in dieses Jahr hineingerutscht und freuen sich schon auf einen sensationellen Tag auf der Piste, falls Sie Skifahren gehen. Wir sind jetzt auf jeden Fall mit einem Mann verbunden, der das Tag ein, Tag ausmachen kann. Schließlich ist es ja auch sein Job teilweise. Mhm, es ist Peter Grögler. Er ist von der Karsberg-Bergbahn, von den Karsberg-Bergbahnen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen, liebe Johanna. Guten Morgen, Andreas. Guten Morgen. Wir sind mit Oberösterreich verbunden. Wie ist momentan das Wetter bei euch? Also momentan wirklich traumhaft. Also wer heute nicht Skifahren geht, der ist wirklich selber schuld. Okay. Es ist wolkenlos, wir haben Traumpisten bis ins Tal, alle 40 Kilometer super präpariert. Die Beschneiung war nachts im Betrieb. Aha. Also super. Schöner geht's momentan nicht und es ist auch wirklich genügend Platz auf den Pisten. Wie schaut es von den Temperaturen aus? Ist es sehr kalt? Naja, es ist winterlich. Wir haben oben haben wir momentan minus 10 Grad und im Tal minus 7 Grad. Aber das ist jetzt natürlich noch am Vormittag, aber dann wird es ja warm und die Sonnenterrassen sind ab Mittag natürlich für die Gäste geöffnet. Herrlich, Ma, da könnten wir ja sofort in Richtung Oberösterreich düsen. Es klingt echt so nach dem, ja. Mittwoch ist ja Feiertag. Wie schaut es denn dann so die nächsten zwei Tage eben noch mit dem Wetter aus? Wird das prachtvolle Skiwetter anhalten? Ja, morgen schaut es auch noch gut aus und okay. Auf Mittwoch kommt dann der Schneefall ein bisschen zurück. Mhm. Okay. Und das freut uns aber auch, weil wann soll es sonst sein, wenn nicht im Winter? Definitiv, darf es ja. Dann sagen wir vielen herzlichen Dank für dieses kurze Gespräch und ich glaube, am nächsten freien Tag werden wir mal Richtung Karsberg unterwegs sein. Mittwoch, ne? Sollten wir ausnutzen. Mach's Heil, gut. Liebe Grüße tschüss. Nach Oberösterreich. Dankeschön. Ich grüße auch alle. Cool, ciao. Danke, ja, tschüss. Baba. So, bei uns geht's, der ist gut gelaunt schon aller Früh, naja, wenn man Sonne und Schnee vor der Tür hat, ne? Muss man gut gelaunt sein. Bei uns geht's weiter jetzt mit den Kaffeepuls Austria News und Florian Danner zeigt Ihnen das höchste Gebäude der Welt, das heute eröffnet wird.